Im August 1902 wird im US-Bundesstaat Montana Myrna Loy geboren, später einer der berühmtesten Filmstars der 30er Jahre. Sie ist das Kind einer Familie von Viehzüchtern. In Los Angeles beginnt Myrna Tanz zu studieren und tritt in Gormans chinesischem Theater auf. Rudolf Valentino sieht Fotografien von ihr und holt sie zu Probeaufnahmen für den Film Cobra. Diese misslingen zwar, aber dem jungen Mädchen gelingt es doch, beim Film Fuß zu fassen. Vor allem wegen ihrer Mandelaugen wird Myrna hauptsächlich in Rollen eingesetzt, wo sie Sirenen oder exotische Vamps zu verkörpern hat. Sie ist abwechselnd Chinesin, Araberin, Zigeunerin, Mexikanerin oder javanesisches Halbblut. Aber Schritt für Schritt gelingt es Myrna Loy, sich von diesem optischen Klischee zu befreien und sich in verschiedenen Filmen zu bestätigen. Wie zum Beispiel in Die Frau von Zimmer 13 und When a Man Loves. Die Metro-Goldwyn-Mayer beschließt, sie aufzubauen, und in kurzer Zeit spielt sie in drei Filmen an der Seite von Clark Gable. Sie tragen die Titel Ehefrau gegen Sekretärin, Too Hot to Handle und Testpilot. Myrna Loy spielt darin auch neben William Powell. Der Regisseur Van Dyck ist davon überzeugt, dass Powell und Myrna Loy ein ideales Paar für einen romantischen Kriminalfilm abgeben würden. So wird Der dünne Mann geboren. Der Film hat einen ungeheuren Erfolg, so dass zwischen 1934 und 1947 eine ganze Reihe von Fortsetzungen gedreht wird. Die dünne Mann-Serie wird zur Goldmine, vor allem wegen der hervorragenden Leistungen der Hauptdarsteller. Die verschiedenen Kriminalgeschichten drehen sich hauptsächlich um den sympathischen Detektiv Nick Charles, alias William Powell. Mit seiner wunderschönen Frau, dargestellt von Myrna Loy, und dem Hund Asta, löst er die Fälle mit geistreichen Bonbons und einem Glas Whisky. Die Filme sind mehr romantisch als reißerisch. In der raffinierten intellektuellen Komödie findet sich die Schauspielerin Myrna Loy am besten zurecht. Man darf allerdings nicht vergessen, dass sie auch in Filmen ganz anderer Art aufgetreten ist. So zum Beispiel in der Verfilmung der Lebensgeschichte des berühmten Varieté-Direktors Ziegfeld, dessen zweite Frau sie verkörpert. Ebenso erinnert man sich an Den großen Regen, nach dem Roman von Louis Bromfield. Während des Krieges arbeitet Myrna Loy beim Roten Kreuz. 1946 spielt sie in William Wylers preisgekrönten Heimkehrer-Drama Die besten Jahre unseres Lebens. Wieder ist Myrna Loy die liebende Gattin, eine Rolle, die ihr auf den Leib geschrieben ist. Es folgen die Komödie Frühlingswind und die letzte Fortsetzung der Serie Der dünne Mann. Seit den 50er Jahren hat die Loy ihre Tätigkeit beim Film sehr eingeschränkt und sich mehr auf dem Gebiet der Kultur und der Politik betätigt. Sie ist sogar Vertreterin der Vereinigten Staaten bei der UNESCO geworden. Aber auch dem Kino ist Myrna Loy neben ihrem fallweisen Erscheinen im Theater treu geblieben.